und hallo zurück bei Minimetro mit mir, Jakob. Ja, wir setzen mal unser Spiel fort und sind wieder bei unserem Gewühle vom letzten Mal angekommen. Sehr viele schlangenmäßig verlaufende Linien, sehr viele wartende Passagiere, gar nicht mal so viele unterschiedliche Linien, die hier überhaupt langführen. Und deswegen würde ich jetzt direkt erstmal einen Cut machen und ein wenig off-camera dann tüfteln, wie ich denn die Linienführung hier ein bisschen verbessern kann. Insofern, ja, wir sehen uns nach dem Cut. Boah, ich hab's jetzt echt nicht besser gemacht, glaube ich. Zumal jetzt eben noch einige Bahnen auf Strecken unterwegs sind, die es gar nicht mehr so gibt in der... Nein, es sind welche in mein Inventar zurückgekommen. Okay, sofort auf die rote Linie, aber sofort. Und zwar hier mit noch einem Wagen auch dran. Die dunkelblaue Linie. Wie ihr seht, also ich habe extrem viel geändert an meinem Streckennetz. Das ist... setze ich euch besser mal hier hin, da ist gerade etwas akuter. Das ist jetzt doch alles sehr anders geworden, was ich hier gemacht habe. Und das ist alles komplett aus der Not geboren und ohne den großen Plan, den ich eigentlich haben wollte. Ich habe das Gefühl, dass die Strecken zumindest ein bisschen kürzer geworden sind. Frage ist, ob denn auch die richtigen Bahnhöfe angefahren werden oder nicht. Diese Lok setze ich auch mal auf die dunkelblaue Linie. So, und dann lasse ich das Ganze mal weiterlaufen. Okay, hier unten. Okay, stopp, da läuft mir jetzt doch direkt schon die Zeit ab. Ja, die Lok setze ich einmal um. Ich hoffe, sie fährt noch in die richtige Richtung dann. Ja. Okay, wo gibt es jetzt noch gerade Bedarf? Hier könnte er sich andeuten, hier könnte er sich wieder andeuten. Ich glaube, die hellblaue Linie, die ist mit zwei Loks ohne zusätzlichen Waggon gerade ein bisschen zu ausgelastet. Auf der dunkelblauen Linie jetzt gerade drei Wagen zu haben, ist in dem Maße vielleicht gar nicht nötig. Okay, doch, dunkelblaue Linie ist, glaube ich, nötig, doch. So, dann entscheide ich mich jetzt für einen zusätzlichen Waggon und... Oh, ich kann noch was. Noch einen zusätzlichen Waggon. Tunnel. Wie viel kann ich denn? Okay, ihr hört das auch, ne? Ich stelle das dann mal leiser nachher. Ich glaube, ich bin gerade auf einen Bug gestoßen. Yep, es sieht ganz danach aus. Ich beende mal die Aufnahme und hoffe, dass ich dann weiterhin 28 Waggons und 12 Tunnel habe. Ach, bei der Gelegenheit. So, okay. Ja, das hier ist jetzt passiert nach dem nächsten Start des Spiels. Prinzipiell fehlt mir hier der Menüpunkt Fortfahren. Ich glaube, meine Map ist im Arsch. Okay, wie dem auch immer sei, ihr habt ja gesehen, ich bin auf Dauer nicht unbedingt glücklicher geworden mit dem Londoner Straßennetz. Insofern werde ich einfach mal eine andere Map probieren. Gut, in Paris hat man... Doch, da hat man auch einen Fluss. Hat man überall einen Fluss?
Oh, Berlin habe ich freigeschaltet. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir doch mal in Berlin. Und fangen wieder ganz in Ruhe an. Oh, ist das schön. Oh, dieses Gedudel, das ist dann doch ein bisschen viel geworden auf Dauer. So, erste Linie in Berlin ist so was Schönes Grünes hier. Einen Fahrgast. Oh, ist das entspannt jetzt am Anfang. Gar kein Vergleich dazu, wie es gerade in London noch gewesen ist. Heieiei. Na, guck von den Stadtplänen her, das kommt einigermaßen hin, ne? Hier ist Museumsinsel. Spree. Das ist, glaube ich, die Spree. Ja, so ein bisschen kann man Berlin wiedererkennen mit etwas Fantasie. Ja, es ist wirklich sau entspannt am Anfang noch. Ich merke gerade, wie ich selber wieder runterkomme. Heieiei. Ja, ich habe euch ja jetzt dann kein verlorenes Spiel zeigen können. Ich glaube, das wäre auf Dauer dann aber in jedem Fall so weit gekommen, dass dann die Londoner mit meinem Verkehrskonzept dann doch so langsam die Schnauze voll gehabt hätten. Ah, ich habe hier noch mehr Linien, naja. Kann ich mir gleich mal überlegen, wenn noch ein Bahnhof dazu kommt, eine neue Linie mal zu starten. Ach ja. Gerade läuft es auch wirklich noch sehr entspannt. Die neue Linie. Mach hier einfach mal hier. Es verbindet ganz gut Bahnhöfe, die ansonsten relativ weit voneinander entfernt sind. War das denn? Helikopter drüber geflogen oder was? Da ist er wieder. Ach ja. Kann ich das ganze Spiel so entspannt ablaufen? Ah, ich bin gerade schon wirklich sehr hektisch geworden, das habt ihr vielleicht gemerkt. So, nach der ersten Woche haben wir eine neue Lok bekommen und holen uns mal einen neuen Tunnel dazu. Strange, dieser Bug, der da gerade war. Ich wäre mal gespannt, ob der häufiger kommt. Das Spiel befindet sich im Full Release, also das ist jetzt nichts, was jetzt noch groß ausgemerzt werden könnte. Ach, ausgerechnet hier hinten, wo ich dann noch einen Tunnel brauche. Ach ja. Oh ja, ich glaube, ich hole euch mal wieder mit ins Boot, wenn es hier ein bisschen komplexer geworden ist. Also bis gleich. Gut, wie ihr seht, ist alles ein bisschen komplexer geworden jetzt hier. Ich habe noch ein zusätzliches Symbol dazu bekommen, also eine zusätzliche Art von Bahnhof. Und ja, gerade läuft der Verkehr hier noch relativ flüssig. Hab mir gerade eine neue Linie gegönnt zum Wochenende. Einfach mal zum Wochenende 5 gerade sein lassen und eine neue Linie reinsetzen hier. Auf dieser Linie könnte im Prinzip auch dieser Bahnhof noch sein. Genau, dann haben wir auch noch die Art drin. Das muss jetzt hier die rote Linie besorgen. Und ja, die rote Linie wird schon wieder einigermaßen lang. Aber im Moment ist das noch nichts Besorgniserregendes. Mit der dunkelgrünen Linie habe ich hier jetzt noch nicht so viel anfangen können. Gut, ich habe hier den Sternbahnhof angegliedert, aber das war's dann auch. Ah, aber guck, kriege ich doch direkt mehr Verwendung dafür. Muss man immer erst zu meckern anfangen. Habe ich gerade noch Tunnel? Ja, nee, habe ich nicht. I, der ist sehr weit draußen. Das gefällt mir gar nicht. Schalte ich da erstmal auf Pause. Ich schätze, dass ich hier die hellgrüne Linie das machen lasse.
Ja. Und zwar bevor sie den Fluss überquert. Ja, vielleicht nehme ich auch diesen Bahnhof dann noch raus aus dem Kalkül. Das kann ich dann den hier machen lassen. Das ist doch eine Idee erstmal. Okay, so sieht es ein bisschen geordneter aus. Und so spare ich mir vor allem auch einen Tunnel, sodass ich vom Prinzip her den hier noch... Ah ne, Moment, ich habe doch keinen Tunnel mehr. Na gut, Spiel läuft wieder. Oh, hier staunen sich die Gäste. Sehr interessant. Errungenschaft freigeschaltet und das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wahrscheinlich irgendwie 200 Bahngäste befördert. Habe ich noch irgendwie eine Lok oder so? Nee, ich habe keine Lok mehr. Habe ich auf der dunkelgrünen Linie überhaupt keine Lok fahren? Ja, das ist ein schwaches Bild, ne? Also, wozu habe ich eine Linie, wenn da keine Lok fährt? Das ist etwas ungünstig in der Tat. Dann holen wir uns auch diese Lok mal dazu. Und hoffen, dass ihr dann jetzt auch die Leute einsammelt entsprechend. Na, dauert einen Moment, ne? Ja, okay, jetzt hat sie sich gebeamt. Das ist gut. Also, dass es so früh schon zu Stauungen kommt auf so einer kurzen Linie. Die wollten alle zum Dreiecksbahnhof hier. Drecksbahnhof. Oh, ein neues Tortenstück. Davon habe ich hier oben. Ach nee, das ist so ein Diamant. Hier ist so ein Tortenstück. So langsam gehen mir echte Bezeichnungen aus. So, eine neue Lok ist da. Das ist doch ganz hervorragend. Und die Passagiere werden auch nicht weniger. Das heißt, dann werde ich mir mal einen Waggon gönnen. Und gucken, dass ich schätzungsweise hier die grüne Linie auch so weit verlängere, dass dieser Bahnhof noch mit drin ist im Spiel, damit wir hier was zum Umsteigen haben. Die gelbe Linie ist eigentlich auch noch nicht so ganz am Ende ihrer Kapazität angekommen. Also auch die könnte ich noch ein bisschen verlängern. Und ich habe erstmal eine zusätzliche Lok und einen Waggon. Das heißt, diese Lok würde ich jetzt erstmal hier auf die dunkelgrüne Linie setzen. Und schon ist sie von einer relativ unwichtigen Linie fast zur wichtigsten geworden. Da auf der roten Linie doch eine relativ weite Strecke zurückzulegen ist und da, soweit ich sehe, nur eine Lok fährt, hänge ich da mal den Waggon dran. Ah, gucken wir mal, wie es hier dann weitergeht. Warum durfte hier jetzt niemand einsteigen bei Rot? Das ist ein bisschen fies. So, ich binde dich mal hier an. Okay, ich glaube, wir haben ganz gut daran getan, auf der dunkelgrünen Linie noch eine zweite Lok einzusetzen. Ich sehe gerade, auf der roten fährt doch auch noch eine zweite. Ah. Also gelb ist bisher kaum ausgelastet. Das ist ganz okay. Und die hellgrüne Linie hält sich auch in Grenzen. Das ist alles in Ordnung dann. Noch einen Tunnel habe ich ja nicht mehr. Sonst hätte ich hier vielleicht noch eine Verbindung geschaffen. Kann das sein, so vom Grundtenor her ist der Sound irgendwie ein ganz anderer als bei London. Oh, hier staut es sich aber extrem. Und wie ich das auflöse, das seht ihr in der nächsten Folge Minimetro.